Aus, ja. Die machen einen Kamikaze-Flug in mich rein. Ich glaube, das wird nichts, bin ich mal voll ehrlich. So. Wie viel Leben haben die? Hätte man es nicht vielleicht noch ein bisschen schwerer machen können und langatmiger? Dankeschön. Oh, ich brauche irgendwie mehr Leben eigentlich. Okay, warte, wegfliegen, wegfliegen, wegfliegen. Ein bisschen ausweichen, damit mich keiner trifft. Gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt! Nein! Okay, es könnte aber vielleicht doch was werden. Ich hab's. Supi. Aber schön war das Level trotzdem nicht. Sage ich ganz ehrlich. Witzig, ne? Überall, wo sie neue Ideen eingebracht haben, ist es irgendwie crap. Wobei das Spiel an sich eigentlich gar nicht schlecht ist. Das ist das Schlimme daran. Also sagen wir mal so, dafür, dass es... Oh, was war denn das? Das war, glaube ich, noch nicht Sierra, ne? Das war... Ich weiß gerade nicht, wie das Spielestudio heißt. Aber dafür, dass es deren ersten Crash Bandicoot-Spiel war, war es ganz okay. Das Ding ist halt, die Messlatte lag halt extrem hoch, weil Naughty Dog quasi die perfekte Crash Bandicoot-Trilogie gemacht hat. Das heißt, so gut wie Crash Bandicoot 2 oder 3 ist es auf gar keinen Fall. Aber es ist halt okay. Crash Twinsanity haben sie dafür extrem gut gemacht, finde ich. Ich bin, glaube ich, auch der Einzige, der so denkt, aber ich finde Crash Twinsanity extrem gut. Also, extrem gut. Ich würde sagen, Crash Bandicoot 2 ist über... Crash Twinsanity ist auf meiner persönlichen Rangliste über Crash Bandicoot 2, aber unter Crash Bandicoot 3. Das sehen, glaube ich, die meisten... Was heißt, glaube ich, das sehen die meisten nicht so, bin ich mir ziemlich sicher. Dass die anders denken. Oh. Aber ich bin ja auch nicht andere. Ich bin was Besonderes. Ne? Wobei ich solche Level ja nicht mag. Ich weiß nicht, warum die so viele Fahrzeuge eingefügt haben. Shit. Das weiß ich wirklich nicht. Also, die hätten die ganzen Fahrzeuge ruhig weglassen können. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde die Fahrzeuge doof. Oh, Fisch! Ich kann halt auch so weit gucken, das ist das Geile daran. Mal sehen, wenn ich Topspeed habe. Habe ich fast nicht mal irgendwie Chance darauf zu reagieren. Hä? Okay, ich konnte die Dinger nicht abschießen, aber sie können mir wehtun. Das ist... Das macht Sinn, schätze ich mal. Oh, und er kommt zurück. Dieser dämliche Scheiß-Fotzenfisch. Oh, warum machen die so viele Levels mit Fahrzeugen? Ich verstehe es nicht. Das Raumschiff-Level von eben war scheiße. Der Abschnitt mit diesem Roboter davor war kacke. Das ist ja schlimm, ne? Vor allem, nehmen wir mal das vorherige Level, also das vorletzte Level, was ich eben gespielt habe. Das war an sich cool, bis sie mit diesem komischen Roboter-Ding kam. Ich meine, warum? Okay. Irgendwie ein Checkpoint in Sicht. Kriege ich sowas vielleicht? Oh, fuck. Oh, das war knapp. Kriege ich nicht mal einen Checkpoint spendiert? Huh. Oh. Ich schätze nicht, aber ich hatte eine Maske. Das ist gut. Hier muss doch jetzt irgendwie mal ein Checkpoint sein. Bitte. Was war das denn?
Die kleinen Fische, da tun mir weh. Oh Gott. Oh, Checkpoint. Gut, 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 gut. Das ist eins dieser Level, wo ich nicht abwarten kann, dass sie zu Ende sind. Und das finde ich immer traurig, wenn es solche Level gibt. Eigentlich sollen die ja Spaß machen, aber das ist so eins der Level, wo ich echt sage, hoffentlich ist es bald vorbei. Ich meine, es in jedem Spiel gibt es so ein Level, wo man sagt, oh komm, lass es vorbei sein. Aber in dem Spiel hier gibt es irgendwie mehr Level davon, als es quasi gute Level gibt. Habe ich so das Gefühl. Liegt es auch einfach daran, dass die... Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dieses Spiel jetzt blind spiele und die ganzen Crash Bandicoot... Obwohl, nee, eigentlich auch nicht. Ich kannte davor ja auch nur Crash Bandicoot 3. Crash Bandicoot 1 und 2 waren ja quasi auch blind. Also nicht komplett blind, aber das war das erste Mal, dass ich wirklich durchgespielt habe. Ach, ich weiß auch nicht. Ah, oh, der Fisch war böse, ja. Ah, vergessen. Ich habe auch nicht mehr viele Leben, sehe ich gerade. Wo ist der Fisch? Ich... Macht größere Raketen, Alter! Stirb. Oh Gott, noch ein Fisch. So. Okay, warte, warte, warte. Ich weiche ihm einfach aus, ganz ehrlich. Was ist das? Wie konnte ich darauf jetzt bitte reagieren? Ganz ehrlich. Oh Mann. So. Okay, jetzt kommt wieder der dämliche Fisch, ne? Ich glaube, ich hab ihn. Okay. Fisch! Noch ein Fisch. Okay, was jetzt? Oh, gut, okay. Oh, ich bin so doof. Ah. Oh Mann, ich will wirklich diese... Gut. Oh, ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Okay, der Checkpoint, den brauche ich unbedingt. Ich bin gerade mal ein bisschen ruhiger, das tut mir leid, aber ich möchte, dass dieses Level vorbei ist. Ah! Fuck. Das wäre cool gewesen, wenn ich da noch weggekommen wäre. Ich habe echt nicht mehr viele Leben, scheiße. Bin ich ja nicht richtig? Ich glaube nicht. Ich kann schwören, ich bin hier falsch. Oh Mann, ich brauche echt mehr Leben. Warte. Oh, komm schon. Hä? Muss ich hier gar nicht lang? Komische Kamera, aber okay. Ah.
Okay, jetzt habe ich wieder ein paar Leben, das ist gut. Uah. Das war knapp. Uah, Fisch. Alter, so viele Fische, ey. Ich fühle mich wie ein COD Ghost, Alter, ganz ehrlich. Kann das jetzt bitte vorbei sein? Bitte. Eine Maske habe ich noch, ne? Oh ja, es ist vorbei. Warte mal. Das kann doch gar nicht sein. Ich höre es. Ah, okay. Gut. Ich wollte gerade sagen, also ich höre schon irgendwo den Ausgang. Da ist er. Oh, gut, okay. Dankeschön. Ach, das Level war eine Qual. Pass auf, ich mache jetzt mal so eine Art Zusammenfassung. Das Level hier war cool, bis auf dieses Snowboard mit der Lawine. Das Level war cool, bis man den Roboter bekommen hat. Das Level war kompletter Bullshit. Und das Level war erst dann gut, als man dieses komische U-Boot verlassen konnte. Also, in jedem Level kommen Fahrzeuge vor. Warum? Warum ist das so? Hätten sie nicht einfach ganz normal Jump'n'Run machen können, so wie die ersten 5, 6 Level? Dir bekommt das Klima hier wohl nicht, du Waschlappen. Alter, du bekommst mir nicht, Mann. Halt doch mal deinen Maul jetzt. Meine Güte. Oh, da, 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 die, da. Jetzt muss ich auch noch pinkeln, ey. Ich muss mal pipi. Okay. Das Level sieht gut aus. Wenn da jetzt keine Fahrzeuge kommen, dann ist das bisher mein Lieblingslevel von den 5. Oh, das war dumm. Oh. Okay. Hey. Oh, fuck. Genau im falschen Moment aufgehört zu drehen. Okay, Moment. So. Okay, was ist das? Ach ne, das sorgt mich. Okay, ich dachte, das sorgt mich jetzt irgendwie an oder pustet mich weg, aber. Das hier dauert echt lange. Das hätten sie ruhig ein bisschen schneller machen können. Aber naja, gut, das ist schon okay, ja. Oh. Da ging's gar nicht lang, okay. Shit. Ah, fuck. Oh, jetzt habe ich keine Maske mehr. Ist das doof. Okay. Ich überlege gerade, ob ich diesmal das Ding überhaupt machen soll. Das Minispiel. Oder die Bonusrunde. Habe ich eigentlich nicht wirklich Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Hä, wo muss ich denn lang? Hier oder was? Ah, okay. Okay, oh. Okay. So. Ja. Lol. Was? Dein Ernst? Da hätte doch locker mal ein Checkpoint noch reingekonnt, oder?
Mal ganz ehrlich. Aber das Level ist trotzdem ganz cool. Zur Abwechslung mal. Außer, dass dieses Klettern extrem langsam ist. Ich verstehe gar nicht, wieso. In Crash Bandicoot 3 war es doch ziemlich schnell. Also da war es nicht so qualvoll langsam. Was ist das? Okay. Checkpoint, das ist gut. Oh. Toll. Mano. Ah, ich passe auch drunter durch, okay. Was ist denn das? Okay. Wow, ernsthaft? Okay. Gut. Machst du noch mehr Pommes? Cool, mach mir auch mal welche. Aha. Und gib dem Hund mal die Frikadellen, die frisst eh keiner mehr. Bitte was? Ey, du bist so gemein, ne? Ich fütter sie mit einer Frikadelle und du schmeißt die weg. Warum kriegt die keine Frikadellen? Weil du es nicht möchtest. Okay. Da sieht man ja, wer den Hund lieb hat und wer nicht. Oh, jetzt guck doch nicht so fies. Was bist denn jetzt so? Hey, sieh mal, der orange Junge fliegt gerne. Meine Güte. Zeit, dir deine Sporen zu verdienen, Junge. Oh, Crunch kommt wieder. Ah ja, logisch, ja. Crunch ist ja der einzige Boss in dem ganzen Spiel. Ob es wohl auch einen Bosskampf mit Coco gibt? Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Obwohl, nee, kann's ja gar nicht. Ich glaube, der nächste Bosskampf ist ja dann schon gegen Dr. Cortex und da kann ich mir... Oh, wow. Was muss ich tun? Okay. Okay. Oh Gott. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, was ich machen muss. Ich schätze mal, ich muss erstmal nur ausweichen. Ach okay, so mache ich ihm Schaden. Okay. Mache ich ihm so? Nein, okay. Oh fuck, okay, ja gut, das verkacke ich jetzt. Den kann ich also getrost ausweichen. Da mache ich ihm Schaden. Aber wie soll ich da allem ausweichen? Aber gut, okay, ich hab's verstanden. Glaube ich.
Es wäre echt cool, wenn du mit dem rechten Stick hier zielen könntest, aber kannst du leider nicht. Ich glaube, ich kann auch die Dinger nicht abschießen, ne? Oder? Nee. Kein Plan, wie ich dem ausweichen soll. Das Ding kommt genau auf mich zugeflogen. Genauso wenig, wie ich weiß, wie ich dem ausweichen soll. Da kommt ja so viel auf mich zugeflogen. Das Ding ist ja, ich muss ihn treffen und gleichzeitig... Wie soll ich das machen? Ich habe ihn jetzt vielleicht einen Millimeter da abgezogen. Was sollte ich da jetzt bitte machen? Okay, dem konnte ich ausweichen, alles klar. Wie soll ich dem denn allem aus? Ich kann es ja nicht mal abwehren. Ist ja nicht so, als könnte ich drauf schießen oder so. So, das kann ich ausweichen, das ist kein Ding. So, hier muss ich jetzt auf seine Fresse ballern und irgendwie versuchen, halt trotzdem noch auszuweichen, was faktisch unmöglich ist. Ich meine, ich wurde jetzt gerade nur einmal getroffen. Das weiß ich gar nicht, wie ich es machen soll. Da kann ich eigentlich nur ausweichen, also Schaden kann ich da nicht wirklich machen. So. Und jetzt kommt das. Kein Plan, wie ich das machen soll. Wie soll ich darauf so schnell reagieren können? Das ist eigentlich quasi Glückssache, um zu wissen, wo es hin muss. Das kann ein echt langer Kampf werden, du. Okay, das lief, glaube ich, gerade relativ gut. Okay. Ach, warte mal, man sieht, glaube ich, vorher, was er abfeuert. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, verstanden. Man kann vorher ganz knapp, was heißt ganz knapp, man kann vorher in der Ferne sehen, was er genau macht. Okay, vielleicht könnte das doch noch was werden. Oh, das wären viel zu viele gerade. Okay. Das könnte was werden, wenn ich Glück habe. Wenn ich ihm hier nur auch irgendwie Schaden machen würde, so ein bisschen, aber... So oft treffe ich ihn hier leider nicht. Okay, jetzt gucken wir mal. Wieder in der Mitte, glaube ich. Jo. Alles klar. Das ist, glaube ich, am einfachsten bisher, das erste. Das ist echt easy. Hier kann ich immer am meisten Schaden machen, aber ich kann halt auch am meisten Schaden einstecken. Okay, mal gucken. Wieder in der Mitte, okay. Was kam jetzt? Ach ja, das. Oh Gott. Okay. Jetzt ändert er seinen Rhythmus. Ganz toll. Als wäre er nicht vorher schon irgendwie schwer genug gewesen. Beziehungsweise nervig genug. Wieder in der Mitte, okay. Mache ich überhaupt noch Schaden gerade? Ich mache ihm aber keinen Schaden mehr, kann das sein? Mach mal wieder deine coole Attacke, wo ich dir so viel Schaden machen kann. Naja, die will er, glaube ich, nicht mehr machen. Ich glaube, diese einfache Attacke mag er nicht mehr. Ah, fuck, hat er mich getroffen?
Okay. Na komm schon. Okay, komm, nur noch ein bisschen. Immer noch nicht. Okay, komm, eine Attacke noch, dann habe ich dich, oder? Eine Attacke noch, dann habe ich dich. Ich rate aber, er macht die jetzt nochmal. Oh, wow. Das habe ich nicht erwartet. Bazooka, drücken Sie die L1-Taste, um das... Oh, geil. Die Bazooka gibt's hier auch, das finde ich gut. Jo, dann haben wir das auch geschafft. Das heißt, ich würde sagen, ich schneide das wahrscheinlich in zwei Parts. Und, dann machen wir uns in den nächsten beiden, oder in dem nächsten, ich würde sagen maximal drei Parts brauche ich wahrscheinlich. In den nächsten drei Parts mache ich mich dann an die letzten fünf Level. Jedenfalls glaube ich, dass es dann zu Ende ist. Also müsste es jedenfalls, oder? Theoretisch müsste das letzte Level sein. Daran machen wir das nächste Mal. Ich speichere jetzt noch und würde dann sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder ob ihr es nicht mögt, mochtet. Und ja, bis dann und haut rein. Ciao, bis denne.